65% Apfelsaft, 25% Ingwersaft. Excuse me, could you maybe go somewhere else? I just want to finish the kitchen. Thank you. You don't speak German? Doch, ich spreche Deutsch. Ah. Cool, ich heiße Chan übrigens. Hey, bitte. Ja, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Bist du neu hier? Mhm. Du auch? Du siehst auch so jung aus. Nee, ich mache hier nur sauber. Ich mach mein Abi nebenbei noch ein bisschen. So 450 Euro, weißt du? Hi. Also, Entschuldigung, könntest du dich vielleicht ganz kurz... Hallo. Hallo. Wäre das ein Problem für Sie, wenn Sie mich ganz kurz die Küche fertig machen lassen? Ich mach's nur ganz kurz warm und dann gehe ich. Ja? Okay. Hi, du bist doch Lisa. Lisa Bernhard, richtig? Ja. Ja, ich bin die neue Praktikantin hier, Chang. Ah, ja, hallo, ja. Herzlich willkommen. Wie gefällt's dir hier? Ja, richtig gut. Ja? Richtig gut. Was hast du denn schon machen dürfen? Ach, ich habe bis jetzt Robert die ganze Zeit über die Schulter schauen können. Das war schön. Und, Robert ist nett, gell? Ja, das ist wirklich toll. Und ich wollte nur sagen, danke, dass Sie mich genommen haben und ich hier arbeiten darf. Sehr gerne. Ja. Bin ja auch froh, wenn jemand hier so engagiert mitarbeitet. Ja, das ist ja, ja. Klar. Ja. Ich nehme mal an, dass das bei dir der Fall ist. Ja. Mhm. Mhm. Alles okay? Ja. Okay. Bin gleich weg. Okay. Kennst du Ingwer Shots? Mhm. Die sind richtig lecker. Hm. Hast du den aus dem Kühlschrank? Ja. Ja. Da sind noch mehr. Das sind noch mehr, ja, das sind meine. Ach so. Ja, nix. Tut mir leid, ich dachte, das wäre alles kostenlos für alle. Kostenlos? Das ist nicht schlimm, wenn du mal einen nimmst, aber... Kannst du kurz darauf sitzen und ich mache einfach schnell hier die Ecke noch fertig, dann bin ich weg? Ich setz mich hier auf. Weil ich habe eine wichtige Prüfung. Ich wollte jetzt eigentlich schon nach Hause. Ja. Super, vielen Dank. Ja, ich wollte fragen, ob es okay ist, wenn ich morgen einen Tag frei habe. Weil ich habe da... Morgen ist aber ein wichtiger Tag, morgen haben wir eine Präsentation. Und ich meine, wenn bis dahin alles irgendwie halt gut fertig mit der Robert hat ja gesagt, ne? Haben wir die Vorstellung beim Kunden. Ja. Und da sollte eigentlich jeder im Hintergrund noch irgendwie präsent sein. Ja, ja. Aber ich habe das Projekt gestern eigentlich schon fertiggestellt. Also ich habe gestern richtig doll reingehauen. Ja, also frag doch mal den Robert. Ist doch gerade frisch gewischt. Ich geh doch jetzt. Aber ich hab doch gerade extra. Ich hol's doch gerade hier raus. Wieder? Nein, was sind Sie denn für einer? Ich hol den Job nur. Und ich mach die Seite. Sie machen alles dreckig, das machen Sie. Ah, dann wischen Sie halt nochmal drüber. Fotze.
stellen. Hi. Was suchst du? Ah. Schon gesehen? Ginger Shots. Willst du? Die gehören der Chefin. Ja, okay. Trink ruhig. Die hat bei dir. Sie ist über einer Konferenz. Ich bin gerade vorbeigelaufen. Okay. Ja, gut. Dann. Ja, aber. Die sind richtig so am Arsch. Als ob sie die zählt. Als ob sie die zählt. Nee, das geht voll in Ordnung so. Bist du neu hier? Aha, zweiter Tag. Ah, okay. Und schon überarbeitet. Ja, ist ja meistens so, ne? So. Ja. Meinst du, du kannst irgendwie vielleicht kurz hier in die Ecke oder so? Oder auf das Ding, dass ich kurz die Küche fertig machen kann? Ach so, ja, ja. Ach so, ja. Ah, ja klar, ich mach mich unsichtbar. Ja, wenn es geht. Ist ein bisschen schwierig. Ich hab gleich Feierabend. Ach so, ja. Dankeschön. Geht ja schnell. Ja. Ich geh dann. Danke. Oh. Entschuldigung. Hi, Lisa. Hi. Ich bin Tam. Ich bin die neue Praktikantin hier. Hi. Ja. Freut mich. Hi. Gefällt's dir hier? Entschuldigung. Ja, gefällt mir richtig gut. Entschuldigung, ich wollte okay. Kann ich kurz einmal hier die Küche fertig machen? Geht ganz schnell. Dankeschön. Ja, ich muss aber trotzdem. Jetzt laufen Sie wieder rein. Ja, ich muss ja doch. Ich mach doch gerade was. Eine Minute. Nee, ist nur weil. Wie gefällt es Ihnen denn bei uns? Richtig gut. Ja? Ja, ich teile mir so einen Arbeitsplatz mit Robert und. Er ist super nett und zeigt mir alles. Ja, ich will hier. Kann ich das nicht? Können Sie vielleicht bitte nicht reinlaufen? Ich bin gleich weg. Ja, aber wie oft soll ich denn die Küche noch machen? Sie dürfen. Was soll denn das? Wissen Sie was? Meine kleinen Fußabdrücke jetzt. Den Sie können mal. Sie gern lassen. Okay. Legen Sie also gerne im Dreck, ja? Meine Füße sind nicht schmutzig. Wie, bitte was? Sieht man doch. Da sind Fußabdrücke. Ja und? Mich stört das nicht. Das ist nicht meine Firma. Ist das bei Ihnen auch so dreckig? Es ist nicht dreckig. Es sind einfach nur Fußabdrücke da. Ja. Was sind Sie denn für einer? Ich bin ein ordentlicher Arbeiter. Ja, und ein bisschen aggressiv sind Sie schon und extrem frech. Also reißen Sie sich mal ein bisschen zusammen. Also ich meine, wenn man sieht, dass jemand wischt und man läuft mit Absicht rein, das finde ich frech. Und wenn man sieht, dass jemand hier was zu essen machen will, der auch arbeitet, drängelt man sich da auch rein, oder was? Macht man, wenn man seine Arbeit richtig macht? Oh, halten Sie mal bitte jetzt Ihren Mund. Okay. Entschuldigen Sie, lieber bei Ihnen. Also es tut mir wirklich leid, Mann, das ist... Normalerweise geht das nicht so bei uns zu. Echt? Aber ich habe den jungen Mann auch noch nie gesehen und er fühlt sich hier auf, als ob er der Chef der Firma ist. Seit zwei Monaten, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Ja, wir haben Covid, mein Lieber. Ich habe Sie vielleicht nicht direkt gesehen. Sie sind ja nicht der Star der Firma. Also mich freut es auf jeden Fall, Sie kennengelernt zu haben. Ja. Und, kannst du, ich wollte dich fragen. Es gibt da... so ein Entwurf, da wollte ich dich um deine Meinung fragen, ob da die Farben und so stimmen. Wie ja, das können wir gerne später machen. Ja, weil ich habe da nämlich nicht so ein gutes Auge drauf. Und ich habe jetzt gerade tatsächlich geglaubt, dass sie meinen Ginger Shot da trinken, den ich da jetzt da mir bestellt habe. Aber das sind deine. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Trinken Sie ihn ruhig, genießen Sie ihn, ja. Und ich werde noch mal mit Robert drüber sprechen. Ja, alles klar.